So, hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier ein Playmobil-Magazin, Comic, Rätsel, Spiele. Dieses Mal mit dabei ein junger T-Rex, den haben wir hier. Ich habe schon mal vom Magazin gelöst. So sieht das Ganze aus. Eine Limited Edition, wie immer bei Playmobil, auf die Heftausgabe limitiert zur Serie Dino Rise. Ja, so sieht das Cover hier aus. Ich sehe hier die Nummer 9. Mal schauen, was das ganze Ding hier kostet. Ist der Preis hinten drauf? Ja, hier. Die Nummer 9. Ja. Und im Video zuvor habe ich schon ein weiteres Playmobil ausgepackt, wo auch dieser T-Rex mit dabei war, allerdings in einer anderen Bemalung. Ne? Grün, auch diese Beute mit dabei und dieses Mal haben wir ihn mit einer dunkleren Bemalung. Auch das Fleischstück ist ein ganz klein wenig dunkler, ja, und hat hier auch wieder ein sehr interessantes Muster als Bemalung auf dem Buckel. Hier waren es rote Flecken, wir werden die zwei selbstverständlich noch in diesem Video miteinander vergleichen. Jetzt würde ich doch sagen, erstmal einen Blick in das Magazin. Ja, heißt einfach wirklich nur Playmobil Mission im Dschungel, gewinne Original Playmobil Preise. Dann haben wir zwei dino-starke Poster mit drin, 16-seitiges Comic und hier auch der T-Rex abgebildet. Ja, dann lasst uns hier mal reinschauen. Ja, Raw kenne ich eigentlich nur von Dinosaurs. Vom Schleichmagazin, aber okay. Ja, dein super starkes Extra, junger T-Rex mit Fleischkeule. Inhalt, Helden, Schurken, Dinos, Comic, Spiel, Poster, Rätsel, Fanseite, Verlosung, Vorschau, Lösungen. Hier geht's auch schon los mit einem Puzzle. Voll verpuzzelt. Dann hier die Helden, das ist eine Vorstellung. Zusammen können wir alles erreichen. Team Dino Rise. Oder Dino Rise, das sind 6 Jugendliche, die auf besondere Weise mit Dinosauriern verbunden sind. Gemeinsam beschützen sie die geheime Dino-Welt vor Bösewichten wie dem Oberschurken Draven vom Team Crosshair. Warum ist es exakt genau gleich wie Dragons, die neuen Welten? Kann man das mal jemand sagen? Warum sind die Geschichten alle gleich? Fragezeichen. Ja, wir haben hier einen, der Anführer und auch der Auserwählte, dann Kaidan. Pilot und zuständig für Luftaufklärung, Ayla, mutige Sportskanone, Milo, Tüftler, kümmert sich um die Rüstungen, Samu, Aylas vorsichtiger Bruder, Jaden, der kluge Planer der Truppe. Dann haben wir hier die Schurken, Draven, Anführer, Team Crosshair, mieser Schuft. Razor, Dravens rechte Hand, echter Fiesling. Dann haben wir hier die Dinos, der T-Rex. Oh, der sieht gut aus, oder? Der sieht richtig gut aus. Dann haben wir hier den Deinonychus, den Dimorphodon, Triceratops und den Spinosaurus. Ja, und auch hier springt Playmobil natürlich auf den Jurassic World Zug mit auf. Das ist, ja, komm. Aber ist ja okay, kann man ja machen, ne? Tut ja keinem weh. So, Mission im Dschungel, eine neue Welt, die alten Probleme. Das Team Dino Rise wird auf mysteriöse Weise in den tropischen Regenwald gebeamt und muss sich dort einer fiesen Organisation stellen, die Dinos ausbeuten will. Team Crosshair, ihr Boss Draven hat böse Absichten, ob Ayn und Co. ihn stoppen können. Ja, hier Draven, junger T-Rex und Ayn. Und hier noch ein paar Bilder aus dem Comic, damit ihr seht, wie das Ganze hier gezeichnet ist. Also viele Dinos mit dabei auf jeden Fall. Ja, wenn ihr an sowas Spaß habt, könnt ihr hier gar nichts falsch machen, denke ich mal. Ne? Ja, aber Jurassic World, die neuen Welten und jetzt hier Dino Rise, komm. Wie auch immer. So, dann hier, Heftmitte, hier haben wir ein Poster drin, das mache ich hier mal kurz raus. Hier haben wir einmal eine wunderbare Abbildung, zwei Leute auf dem Dino, ich kann es gar nicht richtig erkennen, was das sein soll. T-Rex ist es auf jeden Fall nicht, ist es der Spino, ich sehe allerdings nicht das Rückensegel. Ja, könnte aber sein, vom Kopfmuster her, ich habe keine Ahnung, im Hintergrund bricht hier ein Vulkan aus. Cooles Poster, auf jeden Fall. So, auf der Seite haben wir... Ja, das Cover einfach ganz groß als Poster. Ne? Also könnt ihr aufhängen oder Rosenkohl draufschneiden, was ich immer mache. Es ist so. Ich finde es praktisch. So, dann haben wir hier auch ein Spiel drin. Rettet die Dinosaurier. Jetzt aber schnell, miss dich mit einem oder mehreren Freunden und würfle dich mitten hinein ins Camp der Bösewichte. Wer schafft es zuerst zu den gefangenen Echsen? Ihr seht hier eine Schneckennudel und hier, iek, hocken die Dinos. Ja, sehr geil. Gut, dann kommen nochmal zwei Seiten. Und zwar hier nochmal ein Blick in das Comic rein. Das ist, wie ich finde, entsprechend Playmobil-Style-mäßig gezeichnet.
ist nett gemacht und wie schon gesagt, ihr seht hier wirklich jede Menge Dinos und tolle Details in dem Comic. Also mal Props an die Leute, die das hier immer zeichnen. Das ist schon sau cool. Ja, schöne Arbeit, auch der Hintergrund cool gemacht. Ja, dann noch ein Blick auf die Vorschau beim nächsten Mal. Ja, Müllmann, das neue Playmobil-Magazin gibt's ab dem 26. Januar. Na, dann bin ich doch noch direkt in der Zeit. Wunderbar. Und hier ist dieser Müllmann mit dabei. Mit Besen, Abfalleimer und Müll. Braucht er eigentlich nur in den Wald gehen? Dann findet ihr das auch, ja? Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Leute, alles klar. Das, oh, ich kann die Werbung nicht mehr sehen. Das dazu. Und jetzt schauen wir uns noch den T-Rex an, den jungen T-Rex mit seiner Beute. Hallo, junger T-Rex und hallo, Beuteteilchen. Okay, also, das ist er. Ihr könnt den Kopf hier bewegen. Das hier sieht aus wie ein klassischer Genickbruch. Also, das ist Metal Off, ja. Definitiv Metal Off, da geht überhaupt gar nichts mehr. Schade, dass man das Maul nicht öffnen kann, habe ich schon bei der letzten Figur gesagt, weil, ja, so könnte man ihm halt das Beutestück vielleicht reinklemmen. Wobei, ja, das führt dann auch schon eher zu Maulsperre. Wäre auch Metal Off, von dem her. Dann hier die Arme, die man bewegen kann. Das finde ich nett. Ihr seht, sind auch zwei Fingerchen. Also definitiv ein T-Rex, so sieht er von vorne aus. Ja, ein ganz dunkles Grün, was man hier genommen hat, schimmert sehr schön. Ja, was heißt sehr schön, ist halt Playmobil typisch, ja. Dann hier das Muster auf dem Buckel, sieht aus, als wäre er mit Säure übergossen worden. Irgendwie ist ein bisschen creepy. Schade, dass es nicht noch ein bisschen in Kopf übergeht, ja. Aber im Prinzip, wir haben hier ein ganz helles Cremegrün, dann ein Hellgrün und ein Dunkelgrün. Also drei unterschiedliche Farben. Vielleicht ist das Hellgrün auch nur ein Quetscher. Kann es euch nicht sagen. Hat aber, ja, sieht, ist ein netter Look. Sieht gut aus. Kann man angucken. Ne? Hier das gleiche Modell in einem anderen Magazin, was ich ein Video zuvor schon ausgepackt habe, ist exakt genau der gleiche T-Rex. Der hier ist von 2018. Zumindest steht es auf der Verpackung. Ja, und den gibt es auch noch in ein paar anderen Farben. Okay? So, dann, er hatte auch ein Beutestück dabei. Das hier ist das Beutestück und das hier ist das Beutestück vom dunkelgrünen T-Rex. Ihr seht, es ist ein ganz klein wenig dunkler als links. Rechts ist dunkler als links. Rechts ist neu, links ist ein bisschen älter von 2018. So sieht das Ganze aus. Ja, und dieses Beutestück, das könnt ihr ihn natürlich fressen lassen. Einfach so ein bisschen nach vorne beugen. Ihr könnt natürlich auch die Beine bewegen. Könnt ihn also entsprechend so zum Beutestück stellen. Das ist schon okay, würde ich mal sagen. Ne? Ich meine, das Playmobil darfst du nicht allzu viel erwarten. Der T-Rex hat hier eine Länge von nicht ganz 9 cm. Und eine Höhe, wenn ich ihn ganz aufrecht stelle, von bisschen über 6,5 cm. Okay, also das kriegt ihr hier in dieser Ausgabe. Den stelle ich hier auch nochmal daneben. Einfach als farbliche Alternative. Auch hier nochmal ein Beutestück mit dazu. Gibt es zeitgleich in einem anderen Magazin, was hier gerade diesen Monat erschienen ist. Ja, er wackelt ein bisschen. Habe ich die Füße nicht gerade gestellt. So, jetzt ist besser, ne? Alles klar. Gut, also den dunkelgrünen, den jungen T-Rex mit Beutestück findet ihr hier in dieser Ausgabe Playmobil, die Nummer 9, bei eurem Zeitschriftenhändler. Okay, ja, dann sind wir wieder durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.